So, und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute mit dem Ubuntu Linux Betriebssystem 19.04 als Grundlagenvideo. Wenn du dich dafür interessierst, wie man Ubuntu installiert, dann schau dir doch bitte jetzt in der Infokarte das Video dazu an. Da habe ich nämlich gezeigt, wie man Ubuntu richtig installiert auf einer nackten SSD bzw. auch Festplatte. Wobei ich persönlich natürlich SSDs eher empfehle, auch in der heutigen Zeit, was die Geschwindigkeit angeht. Aber nun denn, fangen wir an mit dem Grundlagenvideo, und zwar Ubuntu 19.04. Zuallererst mal, schön, dass du auf Ubuntu gewechselt bist oder es vorhast. Und heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du Programme installierst, entfernen kannst, Hintergrund ändern kannst, Drucker hinzufügen kannst gegebenenfalls und so weiter und so fort. Das Ganze wird also ein richtig schönes, informatives Video. Richtet sich vor allem auch an Einsteigerleute. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Feedback dalassen in Form eines Daumens oder natürlich auch in Form einer konstruktiven Kritik respektive eines Kommentars unter diesem Video. So, zuallererst fangen wir mal an. Und zwar 19.04. Was heißt 19.04? Das ist ja die Versionsbezeichnung. Das heißt eigentlich nichts anderes wie 2019, ne, für 19 und 04 für den Monat. Jetzt wollte ich gerade sagen für das Datum, für den Monat. Und zwar für April, ja, also 2019 im April, dafür 19.04. Wie lange wird das Ganze mit Sicherheitsupdates versorgt? Also wie lange gibt es da diese Gewährleistung, respektive wie lange wird oder geht der Support für das System? Ganze 9 Monate, heißt also bis Januar 2020. Ich persönlich würde euch aber empfehlen, auf eine LTS-Version entweder zu warten oder eine LTS-Version zu nehmen, weil die doch wesentlich länger mit Updates, Sicherheitspatches und Programmaktualisierungen versorgt werden, als eben hier die Version mit ganzen 9 Monaten. Ja, dann hat natürlich auch jede Linux-Distribution, naja fast jede, aber Ubuntu zumindest, auch einen Codenamen. Und der ist in dem Fall ziemlich lustig, wie ich finde, und zwar nennt er sich Disco Dingo, hat also ein Hund, ein Disco-Hund. Ziemlich cool. Und wie ich finde, sehr, sehr einzigartig. Finde ich wirklich cool. Wobei Debian hat ja auch ihre coolen Codenamen von der Serie Toy Story. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir haben hier die Online-Konten, die wir verbinden können. Zum Beispiel können wir hier Google verbinden oder Nextcloud oder Microsoft oder eben hier Ubuntu Anwendungsspezifische anmelden. Können wir machen. Ich persönlich mache es jetzt mal nicht. Was ich allerdings mache, ist, dass ich den Bericht sende, also dass sie quasi hier meine Daten haben können, respektive was für einen Prozessor habe ich, was für eine Grafikkarte, was für eine Ubuntu Version benutze ich aktuell und so weiter. Damit habe ich jetzt kein Problem. Was für eine Sprache habe ich das ganze Zeitzone eingestellt und so weiter. Das können sie gerne haben, das ist kein Thema. Datenschutz, Ortungsdienste. Da sage ich nein, danke, das ist mir zu riskant. Und wir sind nun fertig und startklar. So, da hat auch sich schon das Aktualisierungsfenster geöffnet und gesagt, hey, es gibt Updates, die mache ich aber später. Da kommen wir nämlich nachher noch zu einem sehr, sehr interessanten Punkt. Und zwar eine Neuerung, die Ubuntu 19.04 mitbringt, die kann ich hier natürlich jetzt schlecht zeigen, ich kann es euch aber sagen, ist, wenn ihr das Ganze in VMware installiert, ne, VMware ist ja diese Virtualisierungsumgebung, da werden die VM-Tools, ne, damit das Ganze quasi hier auf Fullscreen gestreckt wird, respektive in der richtigen Auflösung dargestellt wird, wird schon mit installiert während der Installation, respektive wird automatisch installiert. Und das finde ich ziemlich praktisch, dass das Ganze schon so sich integriert. Finde ich eine ganz, ganz feine Sache. So, dann auch noch ein sehr, sehr cooles Feature, was ich ja auch nicht wirklich zeigen kann, respektive was ich nicht zeigen kann, genau, ist, dass VeraCrypt zum Festplattenverschlüsseln jetzt funktioniert. Ich habe hier nur eine relativ kleine Partition und mit VeraCrypt, respektive TuCrypt, VeraCrypt ist halt der, ich nenne es mal, der Klon davon, der bessere Klon. Damit kann man eben auch jetzt seine Festplatten verschlüsseln, was ich ziemlich cool finde und auch eine ziemlich, ziemlich coole Sache. So, jetzt aber zum viel wichtigeren Punkt, und zwar, wo
wo bekomme ich Programme her? Wo kann ich Programme installieren? Der Windows-Anwender kennt das ja. Er muss erstmal hier auf dem Firefox und auf dem Internet Explorer, wenn es noch Leute gibt, die den benutzen. Und dann gehen wir erstmal auf Google. Wobei, gut, der oben hat er es ja schon drin. Und möchten irgendeine Anwendung installieren. Ne? Beispielsweise Steam. So, ne, dann klicken wir drauf. Dann haben wir natürlich, wenn er das Ganze geladen hat, hier den Punkt Steam installieren. Steam installieren. Und hier können wir das Ganze nun installieren. Ne? Hat er auch hier schon als Linux, als Step-Datei ausgewählt. So kennst du Windows-Anwender meistens noch. Es gibt zwar einen Windows Store, aber ich muss ehrlich sagen, ob den wirklich viele benutzen, weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es das Ubuntu Software, ich nenne es das Ubuntu Software Center. Das heißt zwar nicht mehr Ubuntu Software Center, das heißt ja Ubuntu Software jetzt, aber ich finde Ubuntu Software Center, für mich ist es Ubuntu Software Center. So, auf jeden Fall haben wir hier das Ubuntu Software Center und können hier nun mit der Lupe hier oben suchen. Ich suche es einfach mal nach Steam. Und wir finden hier den Steam Installer. Klicken drauf auf Installieren. Jetzt verlangt er das Kennwort. Von was, fragt ihr euch? Nun, ihr habt ja während der Installation ein Kennwort vergeben für euer Konto. In meinem Fall ist es das Tux-Konto. Das ändern wir übrigens noch gleich. Und jetzt geben wir das Kennwort ein, was wir während der Installation für unser System vergeben haben. Damit das dann auch funktioniert. Und ihr seht jetzt schon, die Installation läuft. Und das ohne Probleme. Und wir können das Ganze natürlich jetzt mal starten. Kann natürlich sein, dass es der Updater kommt und sagt, hey, ich möchte noch gern Update installieren. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Nur indem ich hier mal auf Start drücke. Und jetzt kommt natürlich der berühmt-berüchtigte Effekt. Vorher ging es nämlich beim Testen. Na gut, was soll's? Jetzt kann ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen, wie das Ganze sich verhält, wenn man das Ganze in der Suche hier unten mal öffnet. Und zwar haben wir hier den Steam. Hier klicken wir drauf und siehe da, darüber funktioniert es. Wieso es hierüber nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Bug. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass er noch ein bisschen was runterlädt. Ich werde es nachher nochmal testen, ob es dann funktioniert. Auf jeden Fall, was ich am Ubuntu Software Center so toll finde, ist, dass man wirklich nach Kategorien suchen kann und dass es einem wirklich extrem vereinfacht wird, nach gewissen, ja, Sachen zu suchen. Unter anderem, wenn ich sage, okay, Spiele interessieren mich und bei den Spielen interessieren mich zum Beispiel insbesondere, jetzt sagen wir mal zum Beispiel die, ja, was nehmen wir? Die Logikspiele zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel hier eine ganz, ganz große Auswahl an Logikspielen. Oder mich interessiert zum Beispiel Arcade-Spiele. So, jetzt kommt natürlich Steam noch dazwischen, denn wir können uns natürlich hier einloggen mit unserem bestehenden Konto. Mache ich jetzt in dem Fall nicht, hat aber funktioniert. So, eben, wir können hier eben nach verschiedenen Sachen Ausschau halten, zum Beispiel eben auch nach Rollenspielen. Oder eben nach Blockspiele oder eben nach allem. Was mir hier jetzt übrigens fehlt, nur mal so zur Info, ist Simulation. Die fehlt mir irgendwie hier. FlightGig können wir zum Beispiel auch nur installieren. Auch eine ziemlich coole Sache. Also, jetzt fragt euch aber natürlich, wie kann ich jetzt installierte Programme wieder deinstallieren und wo werden die mir angezeigt? Nun, zum einen werden installierte Programme hierüber angezeigt, von A bis Z, was ich ziemlich cool finde. Und zum anderen, und das finde ich auch ziemlich cool, wenn ihr hier auf Ubuntu Software Center wieder klickt und dann auf den Reiter installieren, dann scrollt man ganz nach unten oder fast bis ganz nach unten, dann habt ihr S für Steam Installer. Ja, darüber geht es immer noch nicht. Naja, dann klicken wir auf Entfernen. Geben wieder unser Kennwort ein, was wir bei der Installation vergeben haben, und Steam wird deinstalliert. Jetzt kann man natürlich noch über das Terminal das Ganze machen. Darüber werde ich aber noch ein eigenes, gesondertes, kleines Video machen, was nur ein paar Minuten lang geht, wo ich euch zeigen werde, wie man im Terminal unter Ubuntu 19.04 Programme installiert. So. Dann kommen wir zum Punkt Aktualisierungsverwaltung, ne, weil wir möchten ja auch immer unsere Programme aktuell halten und natürlich auch gucken, okay,
Gibt es zum Beispiel vielleicht sogar Treiber, ne? Für mein System, zum Beispiel für meine Grafikkarte oder so, auch ziemlich cool. Da klickt ich hier unten einfach auf Anwendungsanzeige. Könnte übrigens auch noch ein netter Fun-Fact mit der Windows-Taste öffnen. Finde ich ziemlich cool. Respektive mit der Windows-Taste wird hier die Suche geöffnet. Und da geben wir einfach mal Aktu ein und finde hier die Aktualisierungsverwaltung. Ne? Die macht er jetzt gerade auf. So, aktuell 140 Kilobyte. Ja, das ist natürlich nicht wirklich viel. Da können wir uns hier mal angucken, was er genau aktualisieren will. Und insbesondere unter der Beschreibung, was wurde denn genau geändert. Finde ich ziemlich cool. Ja, Ad Ubuntu, okay. Ineo Enigma. Okay, 19.10. Auch interessant. Uns interessiert aber die Einstellungen. Und da haben wir nun hier verschiedene Sachen. So, zum einen können wir hier einstellen, wann soll die Aktualisierung installieren, respektive suchen. Täglich, alle 2 Wochen, wöchentlich, alle 2 Wochen oder eben niemals. Ich persönlich empfehle täglich. Wenn sie als Aktualisierung verfügbar sind, würde ich sagen, kann er es sofort anzeigen. Und wenn andere Aktualisierungen verfügbar sind, kann er das auch sofort anzeigen. Hier unten haben wir übrigens noch eine sehr, sehr interessante, Funktion. Da können wir nämlich sagen, okay, wollen wir jede Ubuntu-Version installieren, also aktualisieren, oder wollen wir nur jede LTS-Version installieren? Ich in meinem Fall sage, jede Ubuntu-Version installieren, aber das ist nur mein Geschmack. Ich mag es halt gern aktuell, up-to-date. Da könnt ihr aber wirklich, wie es euch beliebt, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so einstellt. So. Dann haben wir natürlich die Ubuntu-Anwendungen. Fangen wir natürlich mal von vorne an. Aus dem Internet heruntergeladen oder herunterladbar. Ne? Natürlich hier von Knöllnknoll unterstützte freie und quelloffene Programme. Natürlich das zum einen. Zum anderen von der Ubuntu-Gemeinschaft bereit betreute freie und quelloffene Programme. Dann hier proprietäre Grafiktreiber. Natürlich, gerne. Und rechtlich eingeschränkte Software. Und den Server können wir auch noch auswählen. Und in meinem Fall habe ich jetzt den Schweizer Server drin. Ich kann aber auch zum Beispiel einen deutschen auswählen. Und ich würde sagen, ich nehme einen an. Ja, welchen nehmen wir denn hier? Ich würde sagen, den von der Uni Bayreuth nehme ich. Der passt doch ganz gut. So. Bei anderen Programmen können wir sogenannte PPAs installieren, um aktuellere Programme zu haben oder Beta-Programme. Ne? Bei Wine zum Beispiel, da bekommt ihr meistens die Hauptversion. Wenn ihr aber die Beta-Version installieren wollt, dann müsst ihr die PPA installieren. Wie das funktioniert, ich persönlich mache hier bei beiden den Haken rein. Da bekomme ich nochmal ein paar mehr Programme in der Übersicht dann auch. Aktualisierungen habe ich schon gezeigt. Authentifizierungen mit den Schlüsseln, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Zusätzliche Treiber. Für mein System gibt es aktuell keine Treiber. Dann beim Punkt Entwicklerumzonen finde ich sehr spannend. Da kann ich nämlich sagen, okay, ich möchte gerne vorab veröffentlichte Aktualisierungen installieren. Heißt also Beta-Sachen. Da, wie gesagt, einfach darauf achten. Es kann natürlich sein, dass man Gefahr läuft, sich ein Programm damit zu zerschießen. Einfach nur mal so als Hinweis, wenn ihr euer System damit zerschießt, bin ich dafür nicht haftbar zu machen. Nein, aber einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr ein Programm installieren solltet, was eventuell noch im Entwicklerstadium ist, können natürlich Probleme noch auftreten. Dann beim Live-Patching ist mein System aktuell nicht verfügbar, ist eigentlich nichts anderes wie, dass ihr euer System nicht mehr neu starten müsst nach einem Update, sondern dass das direkt wie schluckt und dann, ja, dass ihr das Ganze nicht mal neu starten müsst, also so wie ein Rolling Release quasi, aber halt nicht mit den aktuellsten Programmen. Sondern das heißt einfach nur so viel wie, okay, ihr müsst die Programme einfach installieren und dann werdet ihr nicht gefragt, okay, macht einen Neustart respektive nach dem Update. So, wir schließen das Ganze, sagen Neuladen und wenn wir hier auf Details klicken, sehen wir übrigens auch hier, okay, wo lädt er das Ganze runter, respektive was ist er gerade nochmal runterladen.
Das kann man nämlich hier auch ganz, ganz gut sehen dann hier. Und man sieht auch relativ gut, wie schnell er ungefähr ist. Und vor allem auch eben, welche Pakete er gerade am Herunterladen ist. Und von 140 Kilobyte, genau, haben wir jetzt nur noch den Ubuntu Kernel. Ich sage installieren. Und ihr seht quasi jetzt schon, was er jetzt hier macht. Und das System ist auf dem aktuellsten Stand. So, dann ein Punkt, wo auch immer wieder, denke ich mal, oft gefragt wird, gerade auch für Linux-Einsteiger, wo kann ich denn den Hintergrund ändern? Das können wir zum einen über die Systemsteuerung machen, indem ich hier raufklicke, Einstellungen, dann auf Hintergrund und hier den Hintergrund zum einen wählen kann, aber auch den Sperrhintergrund. Ich kann aber auch sagen, Rechtsklick, und dann haben wir den Punkt Hintergrund ändern. Finde ich ziemlich cool. Hintergrund, und wir sehen schon, es sind noch einige neue Hintergrundbilder hinzugekommen. Ich persönlich finde jetzt das Hintergrundbild ziemlich cool. Das sieht nämlich so aus. Man kann aber auch natürlich Bilder nehmen, also seine eigenen Bilder quasi, wenn man welche hat, oder eben auch Farben nehmen, das kann man auch. Also man ist da wirklich frei. Wobei ich persönlich nehme das hier, das gefällt mir irgendwie doch noch ein bisschen besser. Mit den Häuschen und so, mit dem schönen Wetter. Und man kann natürlich auch noch hier den Sperrbildschirm ändern, wenn man das Ganze denn möchte. So, ich persönlich gehe jetzt aber erstmal komplett auf die Systemeinstellungen mal ein, weil da gibt es natürlich auch, denke ich mal, einige Fragen, respektive auch einige Sachen zu euch zu zeigen. Wir fangen einfach von oben nach unten an, würde ich sagen. Bluetooth hat mein Rechner nicht, deswegen kein Bluetooth gefunden. Hintergrund habe ich ja schon gezeigt. Dock können wir hier zum einen die Schriftgröße ändern. Zum anderen können wir auch hier das Ganze ausblenden oder einblenden oder eben auch hier das Ganze nach unten oder eben nach rechts verschieben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich das Dock nicht nach oben verschieben kann, aber es gibt da ja Gott sei Dank, habe ich gesehen, eine Applikation, mit der man das Ganze ändern kann. So, beim Punkt Benachrichtigung, wie es der Name ja schon sagt, können wir sagen oder können wir auch fragen, okay, über was wollen wir benachrichtigt werden, ne? Dann Suche. Haben wir hier noch diffizilere Einstellungen hier zum Beispiel. Dann Regionen und Sprachen. Auch eine sehr, sehr interessante Sache, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel hier Format auf Deutschland. Klicke ich hier rauf, fertig. Und dann sagt er, die Änderungen wären erst wirksam bei einem Neustart. Ich persönlich melde mich erstmal hier ganz kurz vom System ab. So, nachdem ich den Neustart gemacht habe, können wir auch schon sehen und gucken, ob er denn das Ganze umgestellt hat, wenn wir auf Einstellungen klicken und ihr seht, hier Format ist auf Deutschland eingestellt. Beim Zugangshilfen, höherer Kontrast zum Beispiel oder eben größere Schrift und so weiter und so fort. Online-Konten habe ich ja schon mal angesprochen vorher. Datenschutz ist ein sehr wichtiger Punkt. Bildschirmsperre kann er anmachen. Papierkorb temporär leeren, ja. Anwendungen haben wir hier Aufgaben zum Beispiel oder Bildbetrachter oder. Also eine ganze Liste, wo wir auch verschiedene Sachen einstellen können. Dann Freigabe. Wir können auch unseren Bildschirm freigeben zum Beispiel. Das funktioniert auch. Klang ist übrigens überarbeitet worden, wie ihr seht. Ist ein bisschen überarbeitet worden. Ja, ist, ich sag mal, nicht schlecht geworden.
Ja, ist halt alles, ich sag mal, bös gesagt, in einem Smartphone-Look. Gefällt mir persönlich jetzt irgendwie nicht so. Ich fand das alte irgendwie besser, aber gut, ist Geschmackssache. Energie, wenn wir jetzt einen Laptop haben oder zum Beispiel natürlich Bildschirm abschalten, ich sag nie. Automatisch in Bereitschaft gehen, wenn inaktiv, nach können wir auch einstellen, ich sag nee. Netzwerk, wo wir einstellen können. Wir können auch hier einen Proxy einstellen oder eben hier auch ein VPN hierüber einrichten. Dann können wir natürlich noch hier die Auflösung ändern, wenn wir wollen. Dann natürlich auch hier die Tastatur, respektive Tastaturkürzel einstellen. Dann Maus und Tastatur. Wenn wir jetzt Maus und Tastenfeld meine ich, wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass unsere Taste rechts klickt statt links, können wir das Ganze einfach ändern und das Ganze funktioniert. So, beim Punkt Drucker, da können wir natürlich einen Drucker hinzufügen. Da ist natürlich wichtig, ihr müsst einen Drucker im lokalen Netzwerk haben oder über USB angeschlossen natürlich. Und dann findet ihr ihn zum Beispiel auch. Gut, in meinem Fall war das jetzt nur ein Testdrucker, aber respektive wir haben ihn hier, ne, ist bereit. Und wir können theoretisch hier auch Druckoptionen machen. Eben auch gewisse Sachen einstellen. Ist natürlich jetzt hier nur dieser Universal Print Treiber. Aber ihr seht, man kann dann doch schon eine ganze Menge mitmachen. Und wenn wir ihn wieder entfernen wollen, einfach hier auf das Einstellungsmenü Drucker entfernen und der Drucker ist wieder weg. Wechselmedien, auch eine interessante Sache, wenn ihr eine Video-DVD habt. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, okay, was soll er machen? Nachfragen oder soll er direkt das Video öffnen? Genauso wie bei den anderen Medien hier übrigens auch. Thunderbolt, wenn wir Thunderbolt hätten, können wir auch hier Sachen einstellen. Wir haben aber keinen Thunderbolt aktuell an meinem PC, respektive überhaupt einen Thunderbolt-Anschluss, deswegen auf Farben können wir auch noch einstellen. So, beim Punkt Informationen haben wir hier nun die Ubuntu-Version, dann aktuell habe ich hier 4 GB Arbeitsspeicher. Dann habe ich natürlich hier ein Intel Core i7 8700K mit 3,7 GHz. Mit 4 Kernen, respektive ich habe es so eingestellt, normalerweise ist es ja ein 6-Kerner, respektive ein 12-Kerner mit Hyper-Threading. Dann haben wir hier die neueste GNOME-Version 3.32.1 und der Linux-Kernel wird mit der Version 5.0 ausgeliefert. Datum und Uhrzeit können wir hier übrigens auch noch ändern, wie wir wollen. Zeitzone ändere ich hier mal in Berlin. Genau. Und er hat das Ganze umgeschnitten in Berlin. Zeitformat möchte ich natürlich nicht AM und PM, sondern da möchte ich gerne 24 Stunden. Bei Punkt Benutzer können wir das Ganze hier übrigens erstmal entsperren, sonst können wir nämlich hier nichts einstellen. Und wir ändern den Namen in Linux, Windows, Mac Hilfe. Ne? Dann wird nämlich sofort auch dann gespeichert quasi. Und das finde ich ziemlich cool. Wir können übrigens uns auch hier ein eigenes Avatarbild aussuchen. Das mit dem Tomaten finde ich ganz toll. Wir können aber auch einen neuen Benutzer hinzufügen, indem ich hier auf Benutzerkonto erstellen klicke. Neuer Benutzer. Den nenne ich auf mal Tux. Ne? Okay. Dann machen wir einfach mal Linux. Vollständiger Name auch Linux. Passwort können wir hier auch vergeben. Okay, das muss halt schon ein bisschen besser sein. Oder auch nicht. Gut, dann sagen wir hier bei der nächsten Anmeldung soll er das Ganze machen. Wir können hier übrigens auch sagen, soll der Systemverwalter sein oder nur Standard? Ich sage Standard, das reicht voll und ganz. Wenn ich nämlich hier raufklicke, kann ich eben auch hier zum Beispiel auch sagen, immer noch, er soll Systemverwalter sein oder nicht. Dann melden wir uns mal ganz kurz um, würde ich sagen, und zwar Benutzer wechseln.
So, jetzt haben wir quasi hier das ganze Linux und eben ich. Ich klicke hier drauf. Jetzt müssen wir unser neues Kennwort vergeben. Nochmal erneut eingeben und wir sind jetzt hier schon im System drin. Leider Gottes hat irgendwie Ubuntu noch so einen Bug, dass ich immer wieder quasi das Fenster klein machen muss beim Switchen. Finde ich ein bisschen suboptimal, aber gut, da kann man jetzt nichts dran ändern. Und wir sehen auch jetzt schon, wir sind hier in unserem System drin. Das sehen wir spätestens dann, wenn ich hier auf die Dateien klicke und im persönlichen Ordner mich befinde. Respektive, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich bin im persönlichen Ordner drin oder ich gehe einfach mal auf die Systemeinstellungen und gucke einfach mal danach, Benutzer, und wir sehen, ich bin hier drin. Wunderbar. Dann ändere ich das Ganze wieder mal kurz um. Jetzt logge ich mich wieder ein. So, und drin wäre ich wieder. Also, dann gehen wir nochmal auf die Einstellungen, würde ich sagen, oder? Genau. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten das Ganze gerne löschen, erstmal wieder entsperren natürlich. Dann sagen wir Benutzerkonto löschen. Gerne auch die Daten löschen. Ich könnte auch sagen, okay, er soll die Daten behalten, aber nein, das passt für mich so wunderbar. Und eben hier noch Vorgabeanwendungen, das heißt eigentlich nichts anderes wie, mit was soll er das Ganze starten. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Datei bekomme oder ein Foto, mit was soll er das Ganze öffnen, finde ich ziemlich interessant. Mit Shotwell zum Beispiel oder Musik mit Videokanner oder. Also da könnt ihr euch ein bisschen austoben auch natürlich. So, was gibt es noch, wo ich euch zeigen kann, was oder was für Software liefert denn eigentlich Ubuntu mit? Und das finde ich ziemlich cool. Und zwar eigentlich eine ganze Menge. Und zwar Cheese, das ist ein Webcam-Programm. Aktuell in der Version 3.32.1. Dann wird noch eine Office Suite mitgeliefert, was ich ziemlich cool finde, nämlich LibreOffice. Und zwar in der Version 6.2.2.2. Ne, also da könnt ihr auch Briefe schreiben oder auch eben mit Calc ganze Tabellen schreiben. Also wirklich ziemlich cool. Dann haben wir hier das sogenannte Live-Patching, was eben nicht funktioniert. Dann, was haben wir noch, wo ich zeigen kann? Kalender natürlich, immer gut, ne, wo wir Termine eintragen können zum Beispiel. Also man kann wirklich sagen, doch, dann haben wir hier natürlich noch hier Passwort und Verschlüsseln. Also quasi unseren Passwortmanager, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben wir hier drin noch. Dann, was wir auch noch dabei haben ist, und das finde ich ziemlich cool, ist der Systemüberwacher. Was eigentlich nichts anderes ist, wie bei Windows der Task Manager. Nur ist er, finde ich, doch deutlich schicker als unter Windows. An der Ressourcenmonitor zum Beispiel, da können wir hier auch einstellen, oder eben hier Netzwerk, Traffic. Oder eben auch hier zum Beispiel die RAM-Auslastung, machen wir mal rot. Ne, aktuell verbraucht er 1,3 GB RAM. Das ist wunderbar. Ja, was gibt es noch sonst noch zu zeigen? Thunderbird natürlich als E-Mail-Client, natürlich selbstredend. Dann Shotwell als Fotobetrachter, ziemlich cool, und da kann man auch so ein paar Fotos bearbeiten. Gimp ist leider nicht mit drin, obwohl Ubuntu ja nicht mehr auf der CD mehr passt, sondern nur noch auf der DVD, respektive auf dem USB-Stick. Ja, das war's von diesem Grundlagenvideo zu Ubuntu 19.04. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt dem Video doch bitte den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt konstruktives Feedback, aber auch positives Feedback. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.